Hallo und herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru, live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Dankeschön an dieser Stelle an meine lieben Mitglieder auf YouTube, die mich tatkräftig unterstützen, nämlich Micha1307, NCO Music und Lion879. Vielen, vielen Dank und auch an allen, die mich auf Twitch und Kick mit einem Like, Follow oder Abo verwöhnen. Wer mich weiterhin supporten will, gerne über Tipi oder mit einem netten Shake von Gamers Only. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's ab ins Tutorial. Und damit hallo und herzlich willkommen. Nach langer Zeit mal wieder ein Tutorial von mir, nämlich zu Taxi Life, a City Driving Simulator. Wie ich festgestellt habe, gibt es da doch die eine oder andere Frage, die der Klärung bedarf. Deshalb jetzt hier von mir für euch ein kleines Tutorial. Ich würde sagen, starten wir kurz rein und erstellen uns eine neue Firma. Da brauche ich euch nicht viel erzählen. Ihr gebt einen Profilname, Unternehmensname, Logo etc. pp. Das ist eigentlich alles ziemlich glatte, wie ihr das macht. Wir erstellen uns das ganz schnell und sehen uns gleich wieder, nämlich bei der Fahrschule. Und warum ihr die unbedingt machen solltet, sage ich euch gleich. Ich weiß, lernen ist immer doof. Kennen wir aus der Schulzeit, ne? Aber wenn ihr in dem Spiel richtig Spaß haben wollt, nehmt euch die paar Minuten Zeit, länger dauert das auch nicht. Macht die Fahrschule, da werdet ihr in die grundlegenden Steuerungselemente eingeführt und ja, kriegt ein bisschen Fahrpraxis, die werdet ihr auch brauchen, weil die Fahrzeuge insgesamt ein bisschen, ich sage mal, sehr spritzig reagieren, insbesondere bei Gas und Bremse, sollte man sich ein bisschen dran gewöhnen, macht das. Nehmt euch die paar Minuten Zeit, es wird euch gedankt, vor allen Dingen in der Abschlussprüfung. Ach so, und ein kleiner Tipp, generell nicht nur für die Fahrschule, aber insbesondere für die Fahrschule, wenn ihr das erste Mal fahrt, nutzt die Außenansicht. Die erreicht ihr immer mit der Richtungstaste nach oben. Das gilt natürlich für Xbox als auch für PlayStation, damit ihr den Überblick behaltet und auch schön glatt hier in die Parknischen kommt. Excellent work. You've got the hang of controlling the car. Ja. Wenn du dich dann durch die Fahrschule durchgequält hast, dauert ja nicht lange, wirst du schon gleich mit der ersten Fahrt durch die wunderschöne City von Barcelona belohnt und nimmst deinen ersten Fahrgast auf. Und dann geht es auch schon ans Eingemachte. So, wenn ihr dann euren ersten Fahrgast auch in der Prüfung bereits aufgenommen habt, achtet auf die Informationen in eurem HUD, ne, also in eurem Navi. Dort seht ihr unter anderem auch einen Geduldsbalken. Den seht ihr immer, wenn ihr auf der Anfahrt seid zu einem Kunden, beziehungsweise auch während der Fahrt, ob ihr im Zeitplan des Kunden liegt. Sollte natürlich immer der Fall sein. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Kommunikation mit dem Kunden. Wenn der Kunde mit euch sprechen will, sprecht mit ihm. Lehnt die Gespräche nicht ab, ganz einfach deshalb, bei einem erfolgreichen Gespräch verlängert sich die Geduld. Das heißt, ihr könnt da wieder was wettmachen, wenn ihr mal spät dran seid, aber ein gutes Gespräch geführt habt, dann ist der Kunde gnädiger und ihr verliert nicht den Job, weil der Kunde ungeduldig wird. Also ganz wichtig, sprecht mit dem Kunden, fällt euch kein Zacken aus der Krone. So, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Achtet auf euer Fahrzeug. Achtet darauf, dass es immer vollgetankt ist, dass es sauber ist. Das alles könnt ihr regeln an den Tankstellen, die ihr hier auf der Karte findet. Egal ob Kraftstoff oder E-Fahrzeug, einfach ranfahren in den markierten Bereich und tanken. Das schauen wir uns gleich mal näher an. So, ihr haltet an, am besten Bremse ziehen, damit ihr nicht wegrollt. So, und dann kriegt ihr auch schon ein Auswahlmenü. Ihr habt immer zwei Möglichkeiten, nämlich Teilbetankung, das seht ihr links, und einmal Volltanken. Na, also hier in dem Fall, ne, mit Kreuz tanken und mit Viereck Volltanken. Das ist dann je nach Konsole natürlich von der Tastatur ein bisschen anders, aber ihr wisst, wohin die Reise geht. Also, einmal volltanken und schon sind wir wieder fahrbereit. So, und damit kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt bei der Bedienung. Es gibt nämlich mehrere Wege, also insgesamt drei, wie ihr euer Fahrzeug bzw. einzelne Bedienelemente steuern könnt. Zum einen habt ihr natürlich viele Clickpoints hier, wo ihr direkt per Knopfdruck die Sachen bedienen könnt. Das ist nicht immer ganz zweckmäßig, dauert natürlich auch. Ich empfehle euch eher die zwei weiteren Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich über das Steuerkreuz. Und das ist eine coole Sache, sobald ihr während der Fahrt auch das Steuerkreuz aktiviert, das ist mit der Richtungstaste nach unten,
dann geht das Steuerkreuz auf, wollte ich schon sagen, der Steuerkreis, und die Zeit verlangsamt sich. Das heißt also, ihr habt mehr oder weniger, ja, doch ausreichend Zeit, eure Auswahl zu treffen und die Funktion zu aktivieren. Sobald ihr sie aktiviert habt und das Kreuzmenü wieder verlasst, wird wieder die normale Spielgeschwindigkeit eingestellt. Ist eine schöne Sache. Oder ihr arbeitet mit ja, Tastenfunktionen oder Kombinationen. Also hier bitte aufpassen in der Fahrschule, beziehungsweise lest euch ein in die Steuerungsbefehle, in den Einstellungen, merkt euch die wichtigsten und dann habt ihr ganz schnell Zugriff auf Major-Funktionen, wie zum Beispiel auch das Navi, das ihr hier auf der rechten Seite seht. Dieser Tablet, dieses Screen zeigt euch nicht nur das Navi, sondern wenn ihr durchschaltet, hier seht ihr es, eine Rückfahrkamera, was sehr cool ist. Und ihr habt, das seht ihr jetzt nicht, weil wir keinen Kunden jetzt gerade an Bord haben. Wenn ihr einen Kunden an Bord habt, dann habt ihr auch dort Informationen zum aktuellen Fahrauftrag und zum Kunden. Ist eine super Sache, sollte man sich merken. Ja, und damit kommen wir auch zur Map. Und da ist einiges drauf zu finden. Das Allerwichtigste gleich zuerst. Die grünen Männchen, natürlich, das sind unsere Fahrgäste. Wenn ihr raufgeht, seht ihr, wer das ist. Das ist jetzt eigentlich eher unwichtig, ist aber ganz nett zu wissen. Ihr seht aber dann von oben nach unten gelesen erstmal den Schwierigkeitsgrad. Hier empfehle ich natürlich erstmal einfach für die Anfänger. Ihr seht die Fahrtlänge. Dann seht ihr die Entfernung bis, ja, die Entfernung zum Kunden, bis ihr da seid, um ihn abzuholen. Startpunkt ist klar, das seht ihr, aber Ziel und Entfernung der Strecke erfahrt ihr erst, wenn der Kollege eingestiegen ist. Vorher nicht. Was ihr aber seht, sind die EPs, die ihr mit dieser Fahrt verdienen könnt und der Fahrpreis. Das ist der Standardfahrpreis, wenn ihr nett seid, gut fahrt und euch, wenn der Kunde es will, mit ihm unterhaltet und das Ganze auch angenehm für den Kunden ist, dann gibt es noch ein Trinkgeld obendrauf. So, wir haben die Tankstellen auch schon angesprochen. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Ne? Die sind mit so einer Tanksäule markiert. Wie gesagt, da könnt ihr euer Fahrzeug auftanken, gegebenenfalls auch waschen. Und wir haben hier diese Denkmäler, interessante Architektur, die seht ihr auf euren Fahrten immer wieder. Wenn ihr sie seht, scannt sie. Ne? Ihr kriegt dann einen Tastenbefehl je nach Konsole eingeblendet, wenn etwas in Sichtweite ist. Macht das, auch das gibt EP und ihr kommt schneller im Spiel voran. Hier haben wir Radarfallen. Ganz wichtig, haltet euch an die Geschwindigkeitsbeschränkung, sonst hagelt es Strafzettel. Ja, und wer will das schon? Außerdem, und das werden wir uns gleich anschauen, das sind eure Garagen. Hier findet alles statt, von Reparatur, Auftanken, Autopflege und natürlich auch Personalverwaltung. Hier werdet ihr immer wieder hin müssen und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, und damit sind wir auf dem Weg zu unserer Garage. Diese Garagen sind überall in der Stadt verteilt und sie sind eigentlich das Steuerzentrum für euer gesamtes Unternehmen. Und hier haben wir eine Garage, erkennbar auch auf der Straße durch diese orangenen Markierungen. Ihr fahrt wie beim Parken einfach in die Markierung, drückt das X oder die Äquivalente-Taste auf der Xbox, ne? Müsst ihr mal gucken. Und schon seid ihr drinne. So, ja, hier seht ihr jetzt also den direkten Überblick. Ne? Hier haben wir jetzt das Fahrzeug, mit dem wir gestartet sind, das oder der Amphelion. Hier seht ihr von links nach rechts eine Tankfüllung 97%. Hier haben wir den technischen Zustand des Fahrzeugs, ist noch 100%. Die Sternchen hier sind die Sauberkeit. Achtet darauf, dass die immer mehr oder weniger bei 100% liegen. Das hat einen großen Anteil für eine erfolgreiche Fahrt und vor allen Dingen die Kundenzufriedenheit. Ein großes Thema sind natürlich die Fahrzeuge selber. Jedes Fahrzeug hat so seine ganz eigenen Eigenschaften. Hier haben wir einen Cityflitzer, der für eigentlich fast alles zu brauchen ist. Aber es gibt auch Stadtteile, die besondere Fahrzeuge brauchen. Hier haben wir zum Beispiel einen Kombi mit großem Fassungsvermögen, bis zu 4 Fahrgäste und ganz viel Gepäck passen da rein. Natürlich sollte man das Fahrzeug zum Beispiel in einer Region, in einem Bezirk einsetzen, ja, in dem viele Touristen unterwegs sind. Da fährt dieses Fahrzeug am besten. Und zu der Planung von Autos und Fahrern kommen wir jetzt.
So, und jetzt bin ich mal in mein persönliches aktuelles Spiel gewechselt, um euch alles zeigen zu können, weil hier auch jetzt schon alles aktiviert ist. Eine der ganz großen Fragen natürlich, wann bekomme ich meinen ersten Fahrer? Da müsst ihr tapfer sein. Ihr müsst erstmal ein bisschen Geld verdienen, um ein zweites Fahrzeug euch zu besorgen. Sobald ihr natürlich ein zweites Fahrzeug habt, könnt ihr dies einem Fahrer zuweisen. Den müsst ihr natürlich erstmal einstellen. Ganz kurz dazu. Wir reden jetzt erstmal über uns, denn wir starten erstmal alleine. Ne? Also, wenn ihr alleine fahrt, achtet auf euren Skilltree. Ja, und ich würde euch empfehlen, zuerst hier auf die Fahren-Skills zu gehen, weil je mehr ihr davon freischaltet, desto mehr EP erlangt ihr während der einzelnen Fahrten und kommt schneller ans Ziel, nämlich euer zweites Fahrzeug und damit auch den zweiten Fahrer. Die Fahrer findet ihr dann in der Verwaltung. Wie ihr seht, habe ich hier schon einige Fahrer eingeteilt. Und da gibt es einige Sachen zu beachten, nämlich gleich bei der Einstellung. Denn diese Fahrer haben natürlich Eigenschaften und die solltet ihr euch ganz genau anschauen. Nehmen wir mal zum Beispiel hier einen Bewerber, das ist der David Eriksson. Die haben immer eine positive und eine negative Eigenschaft, die herausstechen, lest sie euch durch. Der Kollege hier ist zum Beispiel ein Finanzgenie. Das heißt, bei jeder Fahrt generiert er richtig viel Trinkgeld. Allerdings, er ist ein ziemlicher Schmutzfink. Das heißt, das Fahrzeug von dem Kollegen wird immer ziemlich schnell schmutzig. Wäre ein Minuspunkt. Ist aber eine Eigenschaft, die nicht ganz so schlimm ist. Ne? Also da gibt es Schlimmeres. Also den könnte man ohne weiteres einstellen. Ja, dann wäscht man mal das Fahrzeug öfter. Das ist nicht schlimm. Hier, das hier sieht ein bisschen anders aus. Hier haben wir zum Beispiel einen Workaholic. Der arbeitet zwar ein, zwei Tage länger am Tag, aber der hat ziemlich oft Pannen und fällt aus. Auch nicht gut. Hier haben wir wieder einen VIP-Fahrer, da ist dasselbe wie beim David. Ne? Gucken wir uns mal meine Fahrer an. Hier haben wir einen VIP-Fahrer, dem würde ich also auch immer meine besten und teuersten Fahrzeuge geben, weil er ein guter Fahrer ist. Der ist wertvoll, aber das ist eine Hypochonder, den werde ich demnächst austauschen. Das heißt, alle paar Tage meldet der sich krank. Und wer krank ist, generiert kein Geld. Ne? Also, schaut euch die Leute genau an, die ihr einstellt. Manchmal muss man einen Kompromiss eingehen, bevor man einen besseren Fahrer findet. Ne? Aber schaut immer, dass die positiven Eigenschaften natürlich überwiegen. Damit kommen wir noch mal ganz kurz zu der Zuteilung der Fahrer und der Fahrzeuge. Ich habe hier, und das habt ihr gerade gesehen, anhand der Beschreibung, mir rausgesucht, welcher Fahrer vielleicht für was am geeignetsten ist. Fangen wir mit dem einfachsten an. Der Jorge oder Jorge Busch, ich weiß nicht, glaube ich, Jorge heißt das eher. Der fährt meinen wunderschönen Oldtimer. Das ist ja schon so ein Premium-Auto, fast schon VIP. Das gebe ich nur natürlich meinem VIP-Fahrer, damit das Ding auch heil nach Hause kommt. Ihr seht, der hat auch ordentlich Kosten am Tag, der Kollege. Achtet A darauf, welcher Fahrer welchen Wagen kauft, ne? Also je nach seinem Talent. Und B, wo ihr welches Fahrzeug einsetzt. Hier haben wir zum Beispiel den Fahrer eingesetzt. Das seht ihr hier unter dem Bild von dem Kollegen in Villa Olympica im Zentrum. Da sind die Staatsgebäude, auch Tourismus. Da lassen wir ganz promotionträchtig unser VIP-Fahrzeug, also den Oldtimer, fahren mit unserem VIP-Fahrer zwischen 9 Uhr und 5 Uhr morgens. Ne? Also, Entschuldigung, was sage ich hier? 9 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags, das wollte ich sagen. So, das ist die, wie ich finde, optimale Zeit für dieses Fahrzeug, wo er am meisten generiert an Fahrten. Und da sind wir beim nächsten Thema. Achtet nicht nur auf die Location, wo die Wagen fahren, in welchem Bezirk, sondern natürlich auch auf die Uhrzeiten, dass ihr 24 Stunden mehr oder weniger abdeckt und immer einen Umsatz habt, egal wann ihr fahrt. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Eure Fahrer generieren nur Einkommen, wenn auch ihr fahrt. Wenn ihr nicht fahrt, generieren diese Fahrer kein Einkommen. Also immer schön brav fahren. Damit aber zurück zum Thema, das nur nebenbei. Ein weiteres Beispiel,
glaube ich, das ganz gut ist. Hier haben wir den Sedna mit der Estefania, die fährt den. Das ist, habe ich vorhin schon mal angesprochen, kurz angerissen. Das ist jetzt zum Beispiel der Kombi mit vielen Sitzplätzen und viel Gepäckplatz. Wo sollte der am besten fahren? Natürlich in einem der Touristenviertel, ne? Und wie ihr seht, links unten habe ich ihn auch genau da eingeteilt. Zwischen 9 Uhr morgens und 8 Uhr abends. Und das geht wunderbar. Also nehmt euch ein bisschen Zeit. Guckt, was ist das für ein Fahrzeug? Habe ich den richtigen Fahrer dafür? Und dann teilt ihr ihn ein zu einer Zeit, ja, wo ihr denkt, da passt das rein. Aber wie gesagt, insgesamt achtet darauf, dass ihr den Fahrer und das Fahrzeug jeweils im richtigen Bezirk zur richtigen Zeit einteilt. So, last but not least in diesem kleinen, aber Fahrer... So, last but not least, in diesem kleinen, aber feinen Quick-Tutorial werfen wir jetzt noch einen Blick darauf, wie man eine Fahrt annimmt. Dazu geht ihr auf die Karte, bei der PlayStation ist es der Touchpad. Ihr sucht euch jetzt einen Auftrag raus oder ein Ziel. Ne, also wir beginnen jetzt mal keine Fahrt, wir nehmen jetzt mal ein Ziel. Ne, hier zum Beispiel dieses Denkmal. Und ihr seht, hier wird eine Linie gesetzt, die ist dann auch im Navi zu sehen. Einfacher geht's nicht. Wenn ihr jetzt eine Fahrt annehmen würdet, dann wäre diese Linienführung orange. Also ihr seht schon an der Farbgebung, fahre ich jetzt zu einem Point of Interest oder zu einem Fahrgast. So, jetzt haben wir die Fahrt geplant, gehen wieder raus. Und hier sehen wir links unten in unserem HUD die Tour eingetragen. Ne, also das könnt ihr euch natürlich hier auch so natürlich in eurem Navi ansehen. Ne, ganz egal, wie ihr das machen wollt. So. Und dann geht's los. So, wir fahren mal los. Ganz wichtig natürlich, Freunde, Verkehrsregeln. Und die gelten auch hier. Und die spanische Policía ist da sehr strikt. Ne? Achtet darauf, ne? In der Stadt gilt generell 50 km/h. Es sei denn, es ist anders ausgeschildert. Es gibt einzelne Hauptfahrstrecken, da dürft ihr 70 fahren. Aber generell in der Stadt, merkt euch vor, 50 km/h. So, zum Abschluss, ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen, kommen wir nochmal ganz kurz auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sprechen. Da gibt es vieles. Es gibt Architektur, es gibt Graffiti und dieses und jenes. Das könnt ihr alles auf dieser Karte entdecken. Und wie gesagt, macht das auch. Erstmal, um diese wunderschöne Karte zu erforschen. Und zweitens, um die IPs einzusacken. Die sind ganz wichtig. So, ich halte jetzt mal ganz kurz hier an der Seite an. Mal sehen, ob wir jetzt durch einen Seitenblick... Ah, jetzt hier, ne, aus dem Fenster seht ihr mit X jetzt zum Beispiel. Einfach scannen und schon habt ihr EP verdient. So einfach geht das. So, das war's erstmal. Das Grundlegende zu Taxi Life City Drive Simulator. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, beziehungsweise wird euch weiterhelfen in eurem Taxifahrerleben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Follow oder gerne auch ein Abo da. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Frage, die ihr habt, die ich hier nicht behandelt habe. Dann rein damit in die Kommentare. Vielleicht reicht es ja noch für ein zweites Tutorial. Ansonsten sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und gute Fahrt!